Jo, Hallöchen, wir sind zurück hier bei unseren Simpsons. Legen natürlich erstmal wieder los. Oh, hier haben wir neue Gebäude, alles klar. Was haben wir hier? Hat sich gelohnt. Okay, sehr schön. Das haben wir erstmal erledigt. Und dann würde ich sagen, werden wir erstmal die neue Gebäude hier aufbauen. Hallo, Springfield rein. Jo, das kann sie erstmal machen. So, Zierwild, Glückwunsch. Du hast die neue Evergreen Teil 4 beendet. Nimm deine Belohnung und mach eventuell ein Nickerchen. Okay, wollen wir aber nicht. So, was haben wir dann? Was haben wir dann? Okay, wenn March. Jetzt hätte ich wieder ein Fleisch gemacht. Okay, erreiche Level 7 und errichte einen Krusty Burger. Auf geht's. So, Krusty Burger. So wie Cola haben wir nicht. Das ist natürlich mies. Da müssen wir erstmal ein bisschen was einsammeln. Aber ich glaube, das reicht trotzdem nicht. Also, puh, 8-Stunden-Schicht, wie immer machen. Okay, das lassen wir ihn mal gleich mal machen. Die 8-Stunden-Schicht, dann haben wir natürlich das nächste auch gleich mal erledigt. Aber vorher würde ich sagen, kann er erstmal hier. Na, XP ist natürlich auch nicht so pralle. Von daher würde ich sagen, kann er das gleich mal machen. 8 Stunden dauert es, wie gesagt. Dann haben wir das erstmal soweit alles erledigt. Können wir natürlich einen Krusty Burger bauen, wenn wir hier noch Kohle hätten. Das ist natürlich unser Problem. Was haben wir sonst noch so für Aufgaben? Können wir einfach mal durchgucken. Sakuma soll beim Powernap extrem verschlafen. Okay, der ist aber noch im Pool, von daher können wir da auch erstmal nicht so wirklich was machen. So, was haben wir hier? Lass Lisa im gesperrten Bereich begutachten. Wir gehen erstmal zu Lisa, wo ist die? Da oben ist er. Aber dürfte halt aufpassen. So, das können wir eigentlich machen. So, dann haben wir das auch erledigt. Können dann gleich nochmal hier Springfield reinnehmen. Ich würde sagen, das erledigen wir auf alle Fälle komplett. Und dann können wir natürlich gucken, was wir hier eventuell noch bauen können. Gibt es hier noch irgendwie was? Aha, Verbrauchsgegenstände. Alter, was das hier alt gibt. Halleluja, da können wir auf jeden Fall noch später ein bisschen was bauen. Testbook closed. Testbook opened. Können wir hier Währung? Okay, okay, okay. Können wir hier natürlich nochmal gucken. Ist natürlich geil gemacht. Also mir gefällt es auf jeden Fall gut. Wo haben sie denn hier? Okay, da sind sie. Dann können wir hier erstmal ein bisschen was einsammeln. Das werden wir auch erstmal tun. Das können wir ja tagtäglich tun. So, danke. Bitte, bitte, bitte. Dann nehmen wir erstmal wieder zurück, würde ich sagen. Dann wird hier erstmal noch ein bisschen was eingesammelt und dann können wir eigentlich nicht so wirklich was machen. Wir können Lisa höchstens nochmal losschicken. Aus dem Grund würde ich fast sagen, werden wir nochmal kurz Springfield reinigen. Was macht Tuma? Der ist hier noch on Tour. Wo haben wir Flanders? Was macht der gerade? Ach, der ist ja da noch dabei, okay. Der ist auch noch dabei. Von daher würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal auf Lisa. Hey, everybody. Die kann jetzt gleich nochmal Springfield reinigen. Dann könnten wir das Teil natürlich auch erstmal woanders hinbauen, wenn wir wollten. So, kommt hier erstmal her. So,
So, dann gehen wir hier erstmal wieder zurück und dann hätte ich von euch natürlich gerne noch ein paar Tipps, wenn ihr eine Idee habt, was ich hier machen soll, um schnellstmöglich voranzukommen. Klar ist auf alle Fälle Logo, dass ich hier erstmal noch ein paar Gebäude bauen muss. Auf jeden Fall Krusty Burger, das ist wichtig. Violets Haus könnten wir auch bauen, da fehlt uns natürlich auch noch ein bisschen was. Aber wie gesagt, ich spare jetzt erstmal auf den Krusty Burger. Das will ich natürlich haben. Das ist mir natürlich sehr, sehr wichtig. Von daher werden wir da auf jeden Fall erstmal ein bisschen Action machen, aber ansonsten können wir nicht so wirklich was machen. Also da müssen wir erstmal drauf warten. Von daher würde ich auch sagen, werden wir Rod und Todd hüten. Also auf alle Fälle werden wir probieren. 8 Stunden dauert insgesamt. Ich weiß nicht, was sollte ich sonst tun. Aus dem Grund denke ich, ist das vielleicht die sinnvollste Variante. Wir können Saxophon spielen für 4 Stunden, aber ich würde sagen, ach Quatsch, wir machen das einfach, schicken Lisa erstmal los, haben das dann soweit erledigt, können dann hier erstmal mal ein bisschen Kohle einsammeln und sind dann eigentlich für heute auch erstmal durch. Spann jetzt, wie gesagt, auf unseren Krusty Burger. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Let's Play wieder. Wie gesagt, wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.